Ich bin der Christian. Ich fische seit 15 Jahren an diesem See, an dem schönen Tachinger und Waginger See. Der Fischbestand hier im Waginger See ist sehr gut. Es gibt sehr große Hechte, bis zu 1,30 Meter sind schon gefangen worden. Schöne Zander, mein größter Zander ist also über 1 Meter. Sehr schöne Barsche. Weißfischbestand ist sehr gut. Brachsen, Schleien, Lauben, Eitel, Karpfen, riesige Karpfen, bis über 1 Meter, 30 Pfund. Renken bis zu 40, 50 cm. Rotaugenbestand und Rotfederbestand ist sehr üppig. Ich werde halt versuchen, dass ich einen Hecht fange oder ich mehr gerne auf Hechte gehe. Das Wetter ist ideal, leicht bewölkt. Das mögen die Hechte recht gern, sage ich jetzt mal, und sind auch hoffentlich in Beißlaune. Die Bedingungen sind sehr gut und ich werde versuchen, dass ich die Stellen, wo ich kenne, wo eigentlich immer Hechte stehen, auch jetzt heute befische und da einen schönen Tag verbringe auf dem See. Der Tachinger See ist vom Wasser ein bisschen ein türkisgrüner See und ist fürs Fischen oder für Urlauber der schönste See, den ich in Bayern kenne. Der hat Verbindung zum Waginger See. Beide Seen werden mit der gleichen Karte befischt. Es ist ein See und hat die gleichen Bestimmungen. Wenn Gäste zum Fischen kommen, gibt es bei uns im Ort zwei Anlaufstellen, die ich kenne. Das wäre der Zooschmied in Waging und der Herr Stippel in Petting. Da gibt es Angelkarten, Köder, Würmer, Maden, alles, was man fürs Fischen so braucht. Also ich tue jetzt einen Barschdesign-Wobbler drauf, weil ich da vorne in dem Eck habe jetzt etliche Barsche gesehen. Und schauen, ob der Hecht da Lust hat auf Barsch. Schauen wir mal. Probieren wir es einfach mal. Da sind die Barsche, da ist jetzt ein ganzer Schwarm. Vielleicht haben sie Lust drauf. Links an hier. Gut. Mach meistens 10, 11 Würfe da und dann fahre ich schon wieder zur nächsten Stelle. Also der Halbtag war, muss ich sagen, jetzt mal schön vom Wetter. Wir haben ein super Angelwetter gehabt. Es war nicht zu heiß. Eigentlich wäre es ein gutes Wetter fürs Fischen. Der Wind war mir zu wenig. Normalerweise ist fürs Hechtfischen eine Brise wäre super. Dann kommen wir vielleicht in Beißlaune. Wir haben jetzt einiges probiert. Leider haben wir nur einen Biss gekriegt und das war auch kleiner. Die großen wollten halt nicht so. Schauen wir, ob wir dann spät Nachmittag, wenn ein bisschen Wind aufkommt, ob wir dann nochmal was fangen oder ob wir was fangen. Ich hab den Fang aufhängen.
Also der Tag war wunderschön. Jetzt am Nachmittag waren wir am Wageningersee. Da ist es mit den Fischen ein bisschen besser gegangen, haben wir zwei kleinere Hechte gefangen. Ich bin wieder erholt, das ist das Wichtigste beim Fischen. Also ich bin einfach einer, der sagt, ich bin halt gerne in der Natur. Und wenn ich es mit dem Hobby verbinden kann, ist es am schönsten. Ja, und dann habe ich halt einfach Freude am Leben.